Hallo und herzlich willkommen bei einer ganz besonderen Ausgabe von Die Anna und der Flo. Heute sind wir nämlich beim Flo zu Hause, weil, was schauen wir uns heute an? Ja, wir sind heute auf dem Floßstrand 45, die, unsere Sommerausgabe im Sommer 2012 der Gastwirtschaft, unter besonderen Umständen, mit wunderschönem Wetter und ganz tolle Geschichte. Genau. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Auf geht's! Ja, wir bauen ja heuer unsere Gastwirtschaft um. Sommer haben wir jetzt 9 Wochen quasi geschlossen und während dieser Zeit gibt es eben diesen Floßstrand 45, wo wir das Ganze in einer sommerlichen Variante darstellen. Aber wir haben die gleichen Öffnungszeiten, wir haben Donnerstag bis Montag sind wir da und von 9 bis 23 Uhr, ganzen Tag durchgehend Küche, ein bisschen Sand spielen, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Ja, auf der Speisekarte gibt es natürlich doch einige Schmankerl, die wir sonst auch in drum im Wirtshaus haben. Also es gibt das Club Dry Aged von Höllerschmidt, es gibt den Igelfisch, der sehr, sehr beliebt ist, und auch das Emma Risotto mit ein paar Schwammerl und Zucchini, also da gibt es schon einiges. Ja, insgesamt sind es 45 Öffnungstage, wir haben gestartet am 8. Juni und der geht noch bis zum 6. August. Mittlerweile ist es so, dass wirklich große Fans und Anhänger gibt. Ich glaube, mittlerweile ist es auch schon eine Petition, dass es in den nächsten Jahren zumindest was Gleichwertiges geben muss. So. Wenn wir sehen, vielleicht fällt uns ja was ein dazu. Passt. Wir schauen uns die Baustelle an, wie gesagt. Okay. Gut. Auf geht's. Warum hast du das in Angriff genommen? Ja, Flo ist ein bisschen in die Jahre gekommen, nicht nur ich, sondern auch das Haus. Und wir wollen halt versuchen, hier wieder neue Akzente zu setzen, vieles auf den neuesten Stand zu bringen und die Gemütlichkeit für die Gäste noch mehr möglich zu machen, dass sie sich noch wohler fühlen. Und haben auch versucht, bei den Materialien möglichst hier wirklich darauf zu schauen, wo kommt was her. Und sozusagen ist es quasi ein Radio 66 Wirtshaus jetzt voll und ganz. Der wichtigste Mann auf der Baustelle, der Herr Gruber. Was wird denn das jetzt wieder? Grüß euch, danke. Was machen Sie, Herr Gruber? Was ist Ihre Aufgabe hier? Alles. Also der Flo wird uns jetzt ganz genau zeigen, was wird es Neues geben und wo und wie schaut es aus? Ja, hier sind wir in unserem Herz des Hauses, natürlich in der Gaststube, die dann genauso wieder hereinkommt, wie sie eigentlich vorher war. Wie gesagt, ein bisschen ausgemalt wird es natürlich, aber ansonsten ist es jetzt wieder die Gaststube, die ihr kennt, die ihr gerne habt und die eigentlich das Herz des Flos ist. Hier sieht man jetzt schon die ersten Eindrücke vom Innenhof, der Rundsteinfeuer, der dann nah ist. Also was viel heller, viel freundlicher. Und mit dem Innenhof haben wir jetzt auch die Möglichkeit, ein bisschen im Freien zu draußen sitzen. Da können wir jetzt gerne rausgehen. Ja, gerne. Wow. Toll. Schön. Das ist der ganz neue Floh-Innenhof. Im Hintergrund entsteht dann der neue Flohmarkt. Flohmarkt, wir werden sämtliche Produkte, die wir selbst einkochen, die wir produzieren, werden es geben zum Erwerben, aber auch Brot und Butter, vielleicht das eine oder andere Gemüse und natürlich auch die tollen Produkte unserer Partner und Produzenten wie vom Steckowitsch Erich, vom Gegenbauer oder vom Herwig Pecoraro.